Ja, was oben ist, wird gebraucht. Yay. Guten Morgen, liebe Leute. Es ist freier Samstag, mein erster freier Samstag. 9 Uhr. Was? Ist schon 9 Uhr. Wie ist schon 9 Uhr? Aber das ist ja nicht schlimm. Nein, 6 stehen die Kinder bei mir vor der Matte. Oder auf der Matte. Vor der Matte. Samstag. Tor. Katastrophe. Also, ich muss hier aufräumen. Kannst du das ganze Jahr über nutzen, aber muss dann irgendwann. Muss ich natürlich auch diesen Raum mal aufräumen. Und der Tag ist heute. Wollte ich euch ja noch zeigen. So, fertig. Soweit. Hinten habt ihr auch nicht. Hier liegt das Holz, zum, was noch geschreddert werden muss. Hier auch. Hier oben liegt Bauholz. Und dieses Bild, was uns den ganzen Sommer begleitet hat. Versandkartons. Alles wieder ordentlich, siehst du? So kann es sein. Wenn man es nicht einfach nur so hinschmeißt. Hände waschen und fertig. Und dann los. Und die beiden, wenn wir auch. Wohin die auch? Vorne oder? Dann bist du am Mittag wieder da, oder? Am Mittag ist er jetzt gleich. Also, ja, schon. Um eins oder was? Ich meine, ja. Ja, ich muss mal gucken, erstmal hinfahren, zurückfahren. Mhm. Okay. Felix, mach keine Nummer hinten. Machst du von außen zu, oder? Ich habe auch wieder.
Okay, wir holen jetzt mein Regal ab, gebe ich. Ah, so. Erzähl doch. Jetzt fahren wir ja noch die Strecke, die wir zu dir zur Schule fahren. Also es dauert dann nicht lange, weil auch eine halbe Stunde. Zehlendorf ist ja auch... Zehlendorf Steglitz, ja. Ja. Vielleicht dahin? Nein. Naja, ich muss es ja irgendwie... Sehen. Jetzt haben wir einen Weinschrank. Weintresor. Ein Weintresor. Ich hab Hunger. Yay, da liegt er. Schneide ich an, es geht voran. I love you. Mal gucken, was wir jetzt machen. Ich komme mit raus. Gehst du tanken? Nicht, Fenster hoch. Aus. Okay, Anouk, möchtest du was sagen? Wir sind wieder da von diesem Essen. Und jetzt sind wir voll. Jetzt sind wir voll. Zu voll. Zu voll. Und jetzt fahren wir? Nach Hause. Und was haben wir erlebt? Anouk nichts, weil die hat einfach nur gegessen. Aber Tommy hat einen Betrugsversuch gesehen. Ich auch, ich hab's auch gesehen. Hast du es auch gesehen? Ich auch. Welches? Was denn für eins kannst du sagen? Na, die drei Jungs, die da reingekommen sind? Eigentlich schon gleich. Was sind wir gesehen? Die wollten da kostenlos bei Burger King abkassieren. Ah, dann hat er gesagt. Hat aber nicht geklappt. Hätte ja. Sehr gerne. Dann hat aber er das auch bemerkt. Naja, die Gutscheine waren irgendwie schon. Die Cloud gemeldet oder als irgendeine Serie, die wahrscheinlich irgendwo von einem Einbruch oder so stammt. Ich habe einen Gutschein für Karstadt, 1 Euro billiger. Den will keiner klauen. Ah, das ist was anderes, aber ein Gutschein, wo du was umsonst bekommst. Ja, okay. Das ist dann schon, und die haben ja da zu dritt, also wo die schon rinkamen, sahen die schon so mysteriös aus. So, das war so schwer. Nein, Mann, das ist jetzt unser größtes Ding. Eon. Ja, Betrug bei Burger King. Papa. Und ging voll in die Hose. Hat er gleich gesagt: Ey, Jungs, was ihr macht, ist Betrug, das geht so nicht. Und ich kann euch anzeigen. Genau. Danach kam welche Polizei ran. Und dann kam die Polizei. Zwei Leute, die was bestellen. Ja, aber die wollten aber nur was kaufen. Ja. Ja, echt Glück gehabt. Die drei Jungs waren dann aber schon weg. Naja, die sind gerade dann über, der eine ist hinten über den Zaun gesprungen. Hast du gesehen? Die anderen sind ja durch den Ding gelaufen. Noch schnell und schnell raus. Schnell raus, ja. Erlebnis für heute, ja, auf alle Fälle Weintresor kaufen. Und wir waren in Zehlendorf. In Zehlendorf, und wir sind dann auf den Tresor kaufen gegangen. Danach sind wir in die Rolls-Royce natürlich, ja. Was fährt man denn so in Neukölln? In die Tankstelle gegangen. Danach sind wir zum Burger King gefahren.
nichts im Weltall irgendwie. Ja, stimmt. Weltenall. Wir schweben. Quasi schweben wir. Kamera schmutzig. Gruselig. Gruselig schmutzig. Olle, 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 olle. Ja gut, ich bin gleich wieder im Laden auf alle Fälle und dann geht es ins Bett. Ja. Mal kurz gucken, was Felix da so macht, ob der schon alle meine Vorräte ausgetrunken hat, dann bräuchte ich den beiden Tresor nicht mehr. Welche Vorräte? Hatschi. Nuki kommt langsam ins Teenie-Alter. Was ist Teenie? Teenie ist das, was du so bist. Also Teenager? Ja. Oh. Teenager. Teenager. Alle. Sagt schon alles. Alle. Okay, also sehen wir uns gleich im Laden. Ciao. Ja, das kann man ja abfügeln, was das ist. Ich habe es kurz. Zu leicht. Oh. Spitfire Spark! Meine Fresse, ey! Was ist das? Keine Ahnung. Wie fett. Oh Gott! Eieiei. Na Mensch, jetzt ist aber genug mit Mütze. Jetzt hast du mal schon wieder gemacht. Ja, jetzt habe ich schon zur Geburtstag 3 bekommen. Entschuldigung. Dann die eine mit Licht, jetzt die eine noch so. Mal gucken. Ob ja, das reicht doch die nächsten Jahre. Das reicht die nächsten Jahre. Mama, meine und geht, wa? Yeah, war hey. Neue Hand. Die ist so im Used-Look, wa? Im Used-Look. Beate Used-Look. Papa, neue Hand. Hey. Weil sie beim Fahrradfahren ist mir die Hände abziehen. Ja, hast du so Handschuhe? Ja, da habe ich mit Fahrrad gefahren. 2 Euro. Und ich fand das eigentlich ganz praktisch für sie, dass sie so Fahrrad fahren kann und dann, wenn es ja wirklich richtig kalt ist, dann platzt es dann doch als ein Fäustling zu. Stifte drüber. Ja, vor allen Dingen ist es einfacher, die Kinderfinger daraus zu brühen. Ja, Mensch, jetzt zeig ich Basecap. Basecap 2, 3, 4 und 5. So. Dankeschön, auf alle Fälle. Und dann muss ich wieder rein. Danke, Herr Bauer. Sagen wir es mal so. Kinder, ich komme gleich wieder, ja? Ich du fällst gleich runter da. Gut, bis gleich. Jo, ich bin jetzt im Keller angekommen, wo ich jetzt dieses Abteil endlich mal ein bisschen beräumen werde. Wie gesagt, hinten den Holzraum haben wir ja heute Morgen schon gemacht und das mache ich jetzt noch nachmittags hier. Mit Gewalt wird heute hier alles fertig gemacht. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Ihr schaut einfach zu.
Jo. Da steht er nun. Yay. Fertig. Hammer. Perfekt. Super. Haben wir also geschafft. Also möchte ich mal sagen, sieht der süd aus. Jetzt muss ich nur noch wieder alle zurückräumen dann nachher und das war's. Jetzt hole ich noch ein bisschen Wein von oben, stelle den Honig rein. Dann sind wir hier unten durch. Gut, also ich mach Feierabend für heute. Wir sehen uns morgen wieder. Macht es gut. Bis dann. Ciao. Sagt der Tommy. Und der Felix, der ist nicht fertig geworden. Jetzt liegt alles unten so rum. Der wollte eigentlich nur... Das geht aber nicht mit dem Müll, ne? Genau, der wollte eigentlich nur einen Döner jetzt holen. Nee, jetzt ist er aber schon eine halbe Stunde. Deswegen habe ich noch auf ihn gewartet. Ich dachte, der kommt jetzt der wieder. Aber der kommt nicht. Ich keine Ahnung, wann er kommt. Vielleicht kommt er spät. Ist mir scheißegal. Ich bin jetzt hier oben, da muss er halt klingeln. Ich weiß ja, wo er ist. Der weiß ja, wo er ist. Und dann muss er halt nur aufräumen, ansonsten muss ich da aufräumen noch. Naja, wegen des Wegräumen, dass der Müll wegkommt. Genau. Das ist natürlich ärgerlich, weil jetzt hat er alles ausgebreitet, aber noch nicht eingetütet. Es ist wieder das Gleiche. Es ist. Hast du schon Geld gegeben? Nee, nur 10 Euro für den Döner.